Netflix weiß, welche Sexszene du dir dreimal angeschaut hast und wann du auf Pause gedrückt hast, um pinkeln zu gehen. Vielleicht weiß Netflix sogar, wann du traurig bist. Das hört sich nicht nur creepy an, sondern wird auch problematisch. Und zwar genau dann, wenn Netflix schwarzen Menschen andere Vorschaubilder anzeigt als weißen. Oder wenn Netflix Leute öffentlich auf Twitter fragt, ob sie depressiv sind, nur weil sie ein anderes Streaming-Verhalten haben. Aber der Reihe nach. Netflix weiß, was uns gefällt und bestimmt mit, was wir sehen. Bei 80% aller Inhalte klicken wir überhaupt erst auf Play, weil Netflix sie uns vorgeschlagen hat. Das sagen jedenfalls die DatenforscherInnen von Netflix. Ja, und warum produziert Netflix dann nicht nur noch Serien, die ich von vorne bis hinten cool finde? Genau daran arbeiten sie. Und zwar seit der allerersten Eigenproduktion. House of Cards aus dem Jahre 2013. Did you think I'd forgotten you? Perhaps you hoped I had. Dafür hat Netflix seinen Riesendatenschatz ausgewertet. Viele NutzerInnen liebten Kevin Spacey und den Regisseur David Fincher und hatten die britische Serie House of Cards gebinged. Netflix hat alles in einen Topf geschmissen und eine neue Version von House of Cards mit Kevin Spacey und David Fincher erschaffen. Heute wissen wir, es hat funktioniert und es funktioniert immer und immer wieder. Da können wir aber froh sein, dass sie nicht meine Daten als Grundlage für eine neue Sendung genommen haben. Also ich mag Jurassic Park, Star Trek und Harry Potter. Oh mein Gott, Harry! Die fliegenden Zauberdinos aus dem Weltraum greifen an! Und Filme von Quentin Tarantino. Also auf die Serie hätte ich Bock. Aber ist es denn überhaupt so gut, wenn Netflix so viel über uns weiß? Im Jahr 2017 hat Netflix diesen Tweet rausgehauen. An die 53 Leute, die seit 18 Tagen jeden Tag A Christmas Prince schauen, wer hat euch denn wehgetan? Wenn Netflix das wirklich so genau tracken könnte, wäre das einfach maximal creepy. Deswegen wollen wir heute herausfinden, was genau weiß Netflix über uns, was macht Netflix mit diesen Infos und wie kannst du dir deine Daten holen. Außerdem haben wir Rob Bubble gebeten, uns seine Netflix-Daten zu geben. Ihr wolltet meine Netflix-Daten. Hier bitte. Schaut bis zum Ende, wenn ihr wissen wollt, was Rob Bubble heimlich binge-watcht. Ja, was bitte? Das war aber nicht abgesprochen. Ich will ihn haben. Netflix kann uns in jeder Sekunde tracken. Selbst wenn wir nur scrollen oder klicken. Jede Sekunde ist wichtig. Jeder Sekundenbruchteil. Netflix hat nämlich herausgefunden, dass wir im Durchschnitt nur 1,8 Sekunden brauchen, um uns für oder gegen einen Titel zu entscheiden. Und go! House of Cards? Nee. Rick and Morty? Nee. Dark? Ha! Mist! Und wenn ihr nach 90 Sekunden gar nichts findet, schaltet ihr einfach wieder ab. Hey, ich wollte noch was gucken! Statistisch gesehen nicht. Dass ihr gelangweilt abschaltet, will Netflix natürlich nicht. Netflix lebt von den zahlenden AbonnentInnen auf der ganzen Welt. Insgesamt gibt es nur 4 Regionen, in denen ihr kein Netflix gucken könnt. Der Konzern hat mehr als 182 Millionen AbonnentInnen. In Deutschland sind es Schätzungen zufolge etwa 7 Millionen. Das ist mehr als 4-mal so viel wie bei Rezo. Und bei den 7 Millionen sind noch nicht mal die FreundInnen und PartnerInnen mit eingerechnet, die neben euch auf der Couch mitgucken oder denselben Account benutzen. Außerhalb des Haushaltes den gleichen Netflix-Account nutzen, obwohl das nicht erlaubt ist? Das würde doch keiner machen. Allein 2019 machte der Konzern 20,15 Milliarden US-Dollar Umsatz. Und den Großteil der Kohle ballert Netflix gleich wieder für Eigenproduktion raus. 15 Milliarden US-Dollar. Und es soll immer mehr Geld werden. Deshalb kann der Konzern sich einfach nicht leisten, dass wir das dann am Ende nicht gucken. Außerdem will Netflix verhindern, dass wir zur Konkurrenz abwandern. Also zu Amazon Prime Video, Disney Plus, Join, Sky Ticket und so weiter. Längst prügeln sich die Anbieter um super teure Streaming-Lizenzen. Die Rechte für Friends haben Netflix 2015 100 Millionen Dollar gekostet. Aber Warner Media, die Firma hinter HBO, hat letztes Jahr gesagt, wir bieten mehr und einfach mal rund 500 Millionen Dollar hingelegt, um Friends von Netflix wegzuholen. 500 Millionen für eine Serie, die älter ist als ich. Wer so viel Cash ausgibt, der muss sich dann auch ganz sicher sein, dass wir das am Ende auch gucken. Und deswegen arbeitet Netflix fleißig daran, uns immer besser einzuschätzen. Netflix weiß, wann und auf welchem Gerät ihr streamt. Und über die IP-Adresse weiß Netflix auch, wo ihr überall unterwegs seid. Ihr besucht eure Familie in Hamburg und Bremen, eure Affäre in Berlin. Wenn ihr irgendwo unterwegs Netflix schaut, weiß der Konzern Bescheid. Und dass Netflix auch weiß, was ihr gerne guckt, das haben wir ja schon geklärt. Mit diesem Wissen stellt Netflix euch in Kategorien.
Was das für Kategorien sind, zeigen die absurd spezifischen Filmgenres, die ihr manchmal seht. Von der Kritik gelobte schrullige Komödien der 70er. Science-Fiction-Filme mit Aliens und starker weiblicher Hauptrolle. Filme, für die Leonardo DiCaprio fast den Oscar bekommen hätte. Filme mit Typen, die coole Sonnenbrillen tragen. Filme, in denen Rachel McAdams mit einem Zeitreisenden verheiratet ist. Na komm, die letzten drei hast du dir aber ausgedacht. Fest steht, Netflix unterteilt uns so kleinteilig in Zielgruppen, wie es das Fernsehen niemals könnte. Das seht ihr auch an den kleinen Vorschaubildern, den Thumbnails. Ihr kennt es von YouTube. Wir klicken auf das, was uns am meisten triggert. Aber weil es auf YouTube eben nur ein Thumbnail für alle gibt, ist dieses oft besonders schrill. Doch was wäre, wenn man allen ZuschauerInnen genau das Thumbnail anzeigen würde, was für sie am besten funktioniert? Hier seht ihr verschiedene echte Vorschaubilder der Netflix-Serie Stranger Things. Denn tatsächlich hat Netflix herausgefunden, dass sie mehr Views kriegen, wenn die Thumbnails auf uns zugeschnitten sind. Schreibt mal in die Kommentare, welches euch angezeigt wird. Aber wie funktioniert das Ganze? Netflix arbeitet viel mit Machine Learning, einer Form von künstlicher Intelligenz. Sie haben ein eigenes System, das jeden Film nach guten Bildern durchforstet. AVA, Aesthetic Visual Analysis. Pro Stunde Stranger Things sind das gut 86.000 mögliche Bilder. Der Code sucht optisch Ansprechendes, also Menschen, Gesichtsausdrücke, den goldenen Schnitt. Im nächsten Schritt passen DesignerInnen die Thumbnails an und packen Titel drauf. Ein ganz schöner Aufwand, nur damit wir noch mehr Zeit auf Netflix verbringen. Doch das löst nicht bei allen Begeisterung aus. Einige Leute haben auf Twitter ihre Thumbnails verglichen. Eine schwarze Frau hat festgestellt, ihr werden schwarze Menschen auf den Thumbnails angezeigt. Selbst wenn die im Film nur eine kleine Nebenrolle spielen. Weiß Netflix, ob ich weiß bin oder nicht? Und könnte dieses Wissen jemandem gefährlich werden? Ich habe mit einer Person geredet, die die Antwort kennt. Katharina Nokun ist Netzaktivistin und sie hat ein ganzes Buch darüber geschrieben, welche Daten Konzerne wie Netflix über sie haben. Wie gefährlich ist das, was Netflix über uns weiß? Viele Menschen sagen ja, also ich habe ja nichts zu verbergen. Ich glaube, jeder hat etwas zu verbergen und dieses Etwas heißt Privatsphäre. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, hier geht es auch um Solidarität. Ja, nur weil ich denke, mein Leben ist total langweilig und meinetwegen kann jeder alles über mich wissen, kann ich das doch nicht auf den Nächsten übertragen. Ja, jeder hat doch Freunde, die vielleicht sexuell anders ticken und das den Eltern oder den Großeltern nicht unbedingt auf die Nase binden wollen. Jeder kennt Menschen, die psychische Probleme haben und die darauf angewiesen sind, dass so etwas auch beispielsweise der Arbeitgeber nicht erfährt oder der zukünftige Arbeitgeber, wenn man Angst hat, den Job dann seiner Träume dann irgendwann nicht zu bekommen. Und ja, genau solche Informationen lassen sich eben aus einem Netflix-Profil herauslesen. Und deshalb sollten wir uns natürlich die Frage stellen, mit welchem Recht nimmt sich das Unternehmen eigentlich raus, diese Daten überhaupt so lange zu speichern, zu erfassen? Und wäre es nicht auch datensparsamer möglich? Das zeigt mir auch noch, dass wir eigentlich als Nutzer einfach nur einfordern sollten, einfordern müssen, hey, ich bezahle für diesen Dienst, ich möchte nicht überwacht werden und ich brauche mich dafür auch nicht zu rechtfertigen. Nicht nur Katharina hat ihre Netflix-Daten angefordert, ich auch. Und wenn ich die ganzen Datentabellen so sehe, fühlt sich das wirklich so an, als hätte mich jemand überwacht. Sarina, Sie haben Netflix erstmals am 11. März 2019 um 18.44 Uhr und 54 Sekunden gestartet. Seitdem haben Sie insgesamt 117 Stunden Netflix gestreamt. Durchschnittlich 19 Minuten am Tag. Und das ist doch noch gar nicht. Ihre meistgestreamte Serie ist RuPaul's Drag Race. Beim Suchen sind Sie tippfaul. Anstatt Dracula geben Sie nur die Buchstaben D-R-A ein. Na und, das ist doch kein Verbrechen. In welchen Städten haben Sie schon gestreamt? Hamburg. Hamburg, Berlin, Bremen. Woher wissen Sie das alles? Boah. Aber nicht nur ich habe mich durchleuchten lassen. Auch Rob Bubble hat uns seine Netflix-Daten gegeben. Mutig. Rob Bubble, Sie sind ein harter Binge-Watcher. Seit Ende 2010 haben Sie insgesamt 1762 Stunden Netflix gestreamt. Wissen Sie, wie viele Tage das sind? 40? Mehr als 73 Tage. Durchschnittlich gucken Sie unter einer Stunde. Aber die längste Session ging fast 3 Stunden. Mir war langweilig. Ihre meistgestreamte Serie? Bestimmt irgendeine Doku? Friends und Modern Family. Hätten Sie all die Zeit mit Arbeiten verbracht, sagen wir für Mindestlohn, hätten Sie mal eben 16.500 Euro mehr verdient. Sag mal, Anne, wieso hast du deine Daten eigentlich nicht?
Es hat auf jeden Fall nichts damit zu tun, dass ich den Account von jemand anderem schnorre. Was bedeutet Netflix jetzt für die Zukunft von unseren Filmen und Serien? Entscheiden irgendwann nur noch Daten darüber, wie die Filme aussehen? Also, Netflix sagt, sie verlassen sich bei ihrem Programm nur zu etwa einem Drittel auf ihre Daten. Vielleicht bringt das mehr Vielfalt ins Programm. Hollywood-Filme sind ja deshalb oft so Mainstream, weil sich die Studios nicht trauen, mal was Unkonventionelles zu machen. Mit den Daten kann Netflix neue, kleinere Zielgruppen sichtbar machen. Naja, oder es ist komplett umgekehrt. Du kannst aus meinen Daten nur lesen, was ich bereits cool finde. Wenn du aber was ganz Neues zu meiner Lieblingsserie machen willst, dann helfen dir keine Daten. Apropos Lieblingsserie, was ist eure meistgeschaute Serie? Schreibt es uns in die Kommentare. Ich werde auf jeden Fall weiterhin Netflix nutzen, auch wenn die permanent erfassen, was ich tue. Daten sammeln ist nicht automatisch böse, aber auch nicht automatisch harmlos. Ich finde es wichtig, da genauer hinzuschauen. Wenn auch ihr eure Netflix-Daten durchforsten wollt, dann könnt ihr die einfach beantragen. Entweder über diesen Link oder in der Infobox. Ihr wartet bis zu 4 Wochen und dann bekommt ihr einen Ordner voller Tabellen. In der nächsten Folge zeigen wir euch, warum wir ständig lachen müssen, wenn wir Hacking in Filmen oder Serien sehen. Bis dahin, wir sind neu. Falls euch das Video gefallen hat, abonniert den Kanal. Hier findet ihr ein Video von Mai und hier unten ein anderes zum Thema Netflix von Valulis.